Lange Jahre war Irland der europäische Musterschüler, der immer nur Einsen schreibt und bei allen Lehrern, also vor allem bei der Finanz- und Computerbranche, äußerst beliebt war. Doch 2008 platzte die Blase und der gelobte keltische Tiger lag am Boden. Plötzlich galt Irland als Sitzenbleiber der EU und musste unter den Rettungsschirm flüchten. Doch der Tiger wollte sich so schnell wie möglich wieder aufrappeln. 3 Jahre und 7 Sparhaushalte später will Irland an diesem Sonntag als erstes Land den Euro-Rettungsschirm wieder verlassen. Aber ist der Tiger denn stark genug, um auf eigenen Beinen zu stehen? Frank Jahn berichtet. Klein und wendig zeigt sich Irlands Aufschwung hier. Diese Multifunktionsmobile sind ein Exportschlager. Neu steht auf der Scheibe, denn sie gehen nach Deutschland. In seiner Firma in der Nähe von Dublin macht Jim McAdam dieses Jahr 40% plus bei der Produktion. Das bedeutet auch 12 neue Jobs hier. Ein Beispiel für Irlands vorsichtiges Wirtschaftswachstum und ein Argument für den Rückzug aus dem Euro-Rettungsschirm finden Sie hier. Wir müssen nach vorne schauen, die Vergangenheit hinter uns lassen, soweit es geht. Es ist Zeit, rauszugehen. Keine Spur von Aufschwung jedoch hier im Norden Irlands. Fern der Hauptstadt herrscht Rezession. Das Hotel in Milford ist eine Ruine, die Geschäftsstraße ausgestorben. Selbst die beiden Banken haben dicht gemacht. Zweimal die Woche hält nun hinter der alten Filiale ein Bankbus. Viel Geld hat hier niemand. Die Arbeitslosigkeit liegt über 15%. Der Staat kürzt Sozialhilfe und erhöht die Steuern. Sean Barrett ist Polizist. Er sagt, seine Stadt stirbt. Das Herz wurde unserer Stadt herausgerissen. Hier herrschte mal viel Leben, aber alles ist weg. Ich glaube nicht, dass es zurückkommt. Die grüne Insel ächzt unter Milliardenschulden. Deshalb spart die Regierung drastisch bei den Bürgern. Firmen lockt sie mit günstigen 12,5% Unternehmenssteuer. So kann Irland aus den roten Zahlen kommen, sagen Analysten. Der Verzicht auf den Rettungsschirm ist ein Risiko. Aber Irland kann sich das Geld, das es braucht, inzwischen auf dem Weltmarkt wieder zu normalen Bedingungen leihen. Das hilft. Die Zinsen, die Irland für seine Schulden zahlen muss, waren gefährlich hoch. Nun sind sie runter auf 3,5%. Der Ausstieg aus dem Rettungsschirm ist eine Frage des Vertrauens. Die Märkte zeigen jetzt, es gibt wieder Vertrauen. Der Jugend fehlt diese Zuversicht noch. In Dublin feiert Lynn Swan ihren Uni-Abschluss. Die Journalistik-Absolventin hat ein Diplom, aber keinen Job in Aussicht. Wie Tausende ihrer Generation wandert die 23-Jährige aus. Ich fühle mich natürlich schlecht dabei, aber ich muss und möchte doch Arbeit finden. Ihre Eltern mussten bereits 2 Kinder verabschieden. Nun verlässt auch Lynn sie für Kanada. Ich gehe nicht mehr für Goodbyes zum Flughafen. Ich meide Abschiede am Airport, es ist zu traurig. Ich bin nicht optimistisch. Die nächsten 10, 20 Jahre zahlen wir für Fehler, die ein paar Leute in diesem Land gemacht haben. Zwischen Zweifeln und Zuversicht schwankt Irlands Bild. Die Iren verlassen den Rettungsschirm und stehen mit gemischten Gefühlen da. Also ist Irland schon.